TPL Talk. Eineck, Zweieck, Dreieck, Division. Und damit herzlich willkommen zum TPL Talk Zweieck Division. Heute geht's los, Folge 007. Ich habe nicht nur eine 0 bei mir, ich habe zwei 0. Und das sind diesmal Min Min und Dandy. Also Min, ich habe jetzt deinen Namen anders ausgesprochen als all die Jahre zuvor. Ist das okay für dich? Hä, ich heiße auf dem Server Min Min, dann nehmen wir Min Min. Pass ja, auf. Aber sonst bist du ja Min 3T3N, du. Ja, ich versuche so ein Mini-Rebranding zu machen. Aber hi, wir sind da, wie geht's? Danke, dass wir hier sein dürfen. Fängst du auch wieder mit YouTube an? Eddie, sei ruhig. Damit so, ich habe seit über einem Jahr etwas Halbfertiges in meinem Schnittprogramm. Was ist ja wie kennt ihr Frigo? Nein, ihr kennt Frigo nicht. Das ist auch so ein Kumpel von mir, der auch immer alles aufnimmt, was er so macht, so, aber nie was rausbringt. Deswegen. Das ist Andy bei uns. Ah, okay. Hallo Andy, wie geht's dir? Hi. Ja, ja. Ich bin wieder dabei. Ich habe mir da überlegt, dadurch, dass ich jetzt gutes Internet wieder habe, weil ich ja umgezogen bin und dass ich jetzt mal Sachen uploaden könnte. Ich nehme einfach jetzt random Stuff immer auf bei uns aus der Gruppe und ich überlege mir, ob ich Best-ofs zu schneiden. Ja, Best-ofs von dir sind bekannt, dass sie ewig lange dauern, bis sie draußen sind, auf jeden Fall. Das kann richtig. Ich nicht. Bist du weiter von Jeremy weggezogen? Ja, tatsächlich. Oh, der arme Jeremy. Fun Fact, weil du meintest, dass ich kein YouTube mache, das stimmt nicht so ganz. Ich lade gerade zur Zeit auf den Kanal, wo ich mit Andy Sachen zusammen mache, der Weekly hoch. Okay, krass. Ja. Aber auch noch einen im Jahr. Ja, aber auch im Ja, ich wollte eigentlich heute noch den Rest schneiden für Januar. Egal. Passt. Okay, darüber reden wir bestimmt heute noch, weil das interessiert jeden. So wie das, was heute passiert. Es geht um die Division des zweiten Zweigs-Dings hier. Und irgendwie ist es spannend, aber auch nur, weil andere doof sind. Aber da kommen wir später auch noch dazu. Ja. Vorher würde ich sagen, wir reden erstmal über euer Team. Ich lese kurz vor, was ihr da habt und dann. Gerne. Ja, ihr wisst ja, ne? Despotar und Stalobor, das Sandcore-Ding im S-Tier, Panferno, Panzereon, Lectragon, auch da ist noch ein bisschen Sandcore im A, Amigento Normal, Galas, Mogmod und Mega Gewaldro im B, Aquana, Frostetje, Frosteka im C und Palim, was noch nicht einmal mitkam mit der Kristallisierung. Ich kenne euch hier, er wird irgendwann nochmal mitkommen, Geist, ja, Gestein und Elektro. Cool, ja. Fragen wir mal, ist gesniped? Nö. Warum so geschleppt? Nein, wir wurden nicht gesniped. Wir haben den Kader so, wie wir den haben wollten, haben wir den bekommen. Richtig, okay. Wir wurden damals nicht gesniped. Ich bin auch immer noch, also trotz der Leistung, die wir bisher haben, bin ich zufrieden mit dem Kader. Ich mag den Kader eigentlich. Das höre ich auch jedes Jahr. Nee, es gab ein paar Jahre, wo ich unzufriedener war. Vertrau mir. Okay. Insgesamt, also ich fange jetzt mal einfach an, denn du kannst gleich, wenn du noch was sagen willst. Aber es war halt so, dass Andy meinte, yo, ich habe eigentlich alles Wetter schon mal gedraftet in meiner Pokémon-Karriere, mir fehlt aber noch Sand. Hättest du Bock? Und ich habe halt gesagt, nur wenn Coco weggepickt wird. Coco war unser First Pick in dieser Season. Deswegen haben wir uns direkt auf den Sand-Kader gelockt. Das ist perfekt, dann auch gut für euch gelaufen. Und insgesamt hat halt der Kader ist ja, wie gesagt, Sniperei durchgekommen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Im Nachhinein hätte ich noch so ein paar Mons, die ich vielleicht ausgetauscht hätte. Also ich schaue da so zur Zeit am meisten so auf Silvelli, über den ich und Andy sogar weniger als Palim im Teambuilding reden. das ist halt wirklich einfach so, weil Palim ist halt immer so, wir schauen, hat der endlich mal einen Moment? Meistens sehen wir dann, nein. Aber bei Silvelli reden wir manchmal, erwähnen wir einfach dieses Mon überhaupt ein ganzes Teambuilding gar nicht. Dann hört schon mal raus, dass ihr das Teambuilding zusammen macht. Ja, wir machen alles ja, zusammen. Immer. Okay, alles. Das ist schön. Insgesamt kann ich auch jetzt schon mal sagen, Andy ist eines der besten Teammates, die ich hatte, weil er sehr, sehr angenehm ist, mit ihm umzugehen. Obwohl du schon mal einen Titel gewonnen hast. TJ ist auch oben mit dabei. Okay. Oh, TJ hinter Andy? Oh, Andy. Ich habe nicht. Ich habe keine Reihenfolge gemacht, ich habe gesagt, der ist oben mit dabei. Okay, Andy, hast du gehört, Min ist wieder Titelgeil, deswegen wird er wahrscheinlich nächste Season wieder mit TJ-Team. So wie die Pläne sind, habe ich gerade zwei Namen im Kopf. Ich musste eine Person noch fragen, aber nur, wenn die andere Option rausfällt, aber ja. Also, ich glaube, bei mir steht mein Team, glaube ich, auch schon fest. Ist weil, wieder Sammy, willst du wieder Titel holen? Nein, Titel ist mir sowas von scheißegal. Ich habe ja eine Regel, normalerweise TPL. Ich habe nie denselben Teammate. Ja. Zweimal mit einer Ausnahme einen Typ und
alle guten Dinge sind drei. Jeremy kommt halt wieder. OMG, Jeremy! Ja, yeah. Und bei mir ist es halt so, die eine Person muss ich noch fragen. die andere Person ist ein Kumpel, mit der er noch nicht mit Pokémon angefangen hat. Okay. Deswegen überlege ich da, ob er überhaupt Lust hat. Mhm. Grüße ihn raus, falls er das sieht, an meinen Kumpel Ramon. Aber ja. Ramon. Ja, Ramone. Min, ich kann leider nicht. Was? Na, ich bin nicht die Person, die du gefragt hättest. Okay, krass. Marschi, ich würde dich nie in der TPL fragen, weil ich weiß, dass TPL Marschi Skylani man nicht trennen darf. Ja, nee, nicht trennen. Der Skylani bringt mich sonst um, wenn ich irgendwann mal andere habe. Ja, eben. Guck mal, ich kann mir nicht Sammy holen und den Titel kriegen. Nee, ich muss bei Sky bleiben. Marschi, sagst du so. In einer anderen Teamliga, wenn ich mal wieder jemanden brauche, frage ich dich. Ja, jetzt Zeit sowieso nicht, aber wenn du mal wieder mehr Zeit haben solltest. Habe ich nicht mehr. Die nächsten 18 Jahre auf jeden Fall nicht, mein Freund. Ja, ich suche schon ein Teammate für die übernächste TPL-Season. Bewerbungen gehen gerne rein. Ja, gerne. Gönnt. Andy ist ein guter. Aber jetzt, Andy, willst du noch was zum Kader sagen? Ja, wir haben noch nicht viel geredet. Wir haben nur gesagt, dass er Sand wollte. Du mit Silvelli nicht zufrieden bist. Es ist halt nicht so viel zu sagen, I guess. Mhm. Ja, also ich denke halt die ganze Zeit drüber nach. Also Sache ist, Chimiko hat bis jetzt halt noch nicht, leider nicht mit. Mhm. Hat mir noch nicht die Gelegenheit zu. Ich will das Ding eigentlich mal mitnehmen, weil ich wissen will, ob das tatsächlich jetzt was macht. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe das Problem herausgefunden, warum wir es hätten vielleicht nicht draften hätten sollen. Ja, aber ich habe es auch herausgefunden. im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, okay, vielleicht hätten wir was anderes im D-Tier picken sollen, was einfach so der D-Tier-Pick ist und dann C-Tier ein anderes Mon, beispielsweise die Forstelka, und das dann den Terra-Type geben, weil dann hätten wir das Problem nicht, dass Forstelka nicht immer mitkommen kann, als eigentlich recht guter Rapid-Spinner und halt Hazard-Leger, weil er eine vierfache Feuerschwäche hat und einfach von allem aus dem Leben genommen wird. Das andere Ding, warum Chimeko ich vielleicht ein bisschen geblendet war, weil ich es halt in der TTPP hatte, was halt ich in Doubles gespielt habe und in Doubles funktioniert der halt super, super gut. Dadurch halt, dass du halt super coole Kombinationen mit dem machen kannst, womit der halt geschützt wird, bevor er sein erstes Setup bekommt. Und das braucht er halt. Er braucht mindestens einmal Setup, damit er anfangen kann, Gott zu sein. Ja. Süß. Ja, ich bin eigentlich, also tatsächlich. Hast du, den liebe ich. Also Frage an mein Teammate. Ja. Hast du bei uns zurzeit einen Lieblingsmon? Ja. Also schwierig zu sagen. Die Sache ist, ich mag einen Mon besonders, weil ich finde eigentlich immer, dass es seinen Job solide erledigt. Jedes Mal, wenn es da ist, ist es eigentlich eher so ein Supportive Mon. Mhm. Aber ich mag es. Sag es. Und das sind tatsächlich eigentlich zwei, weil das sind unsere beiden C-Tiers. Ja, also es sind Aquana und Frostless. Okay. Also, genau die beiden, ich hatte genau die beiden im Kopf. Ja, Aquana und Frostless. Ich liebe die Mons, ich finde, die sind einfach. Dafür, dass sie im C-Tier sind, finde ich, machen die ihren Job, den sie eigentlich machen sollen, richtig gut. Und ich mag die Sets, mit denen kann man ein bisschen kreativer sein, weil man kann auch mal Sachen ausprobieren mit Low-Tier-Mons, was ich geil finde, mit denen halt die meisten Leute nicht rechnen. Das ist dann immer so eine kleine Surprise. Ich bin aber auch, das andere Mon, was ich auch definitiv nochmal ausprobieren möchte in Zukunft, ist Galarweezing. Galarweezing macht mir auch super viel Spaß. Jo, auf jeden Fall. Ding ist auch cool. Wie viel Spaß macht euch Lectagon mit dem Lectagon ist halt das Ding. Leute preparen sich zu gut auf den. Ja, weil der halt eine harte Threat ist. Ja, ihr habt in der TPA so viel Angst Leuten gemacht das letzte Mal. du und Sky. Das heißt, du kannst ihn nicht mehr picken, ohne dass halt Leute mindestens einen Mon haben, was perfekt in den reinkommt. Ja, aber alle, die jetzt dabei sind, haben sich nicht annähernd für die letzte Season interessiert oder für die Season davor. Psch, ich tue rausreden. Ach so. Nein, okay. Aber ich glaube, es ist halt einfach. Unser Sandcore funktioniert, aber ich glaube, wir haben nicht den perfekten Support dazu geholt. Ich kann direkt sagen, was so meine größten Kritikpunkte sind, ist, uns fehlt eine bessere, spezielle Defensive als Vaporeon noch, oder eine zweite. Mhm. Und das zweite ist, wir haben viel zu wenig Momentum im Kader für sowas, für Wetter. Also für Wetter brauchst du mehr Momentum im Kader. Mhm. Wir haben zwar so einige Sachen wie halt The Valley und oder Infernape, aber das ist halt nicht wirklich genug. Besonders wenn es halt Monster wie Silvelli, die wir halt kaum mitnehmen, und Nape, der halt im Sand mal besser, mal weniger gut funktioniert. Aber er hat zumindest gut Work gemacht, jetzt schon, kann man schon sagen. Das ja. Also er war schon mal in den Top 5 der Killrangliste, deswegen kann man das. Ich glaube, der hat ein, zwei Spieltage, ich glaube, die beiden Spieltage, die wir gewonnen haben, hat der gut performt gehabt. Ja. Nee.
Der kam nur von einem von beiden mit. Achso, okay, perfekt. Zweiter Spieltag habt ihr gewonnen, hat er 4 Kills gemacht. Ansonsten hat er bei den Niederlagen seine restlichen 3 geholt, auf jeden Fall. Okay, okay. Ja. Dann so. Okay, okay. Das ist doch die Frage, wenn du Galar's Mogmog so gern siehst, warum hast du den nicht so oft gesehen? Weil der kam jetzt 3-mal mit von 7 Matches. Von sieben. Ich sag's mal so: Möglicherweise habe ich meine Liebe zu spät erkannt. Weil das Ding ist, ich glaube, Andy merkt so, dass ich langsam sogar anfange, lieber den reinzunehmen, oftmals, als Panzeron, richtig. Das Gute mit Weezing bei uns im Kader ist, wir haben eine gewisse Kampfschwäche, würde ich sagen. Ne? Also Kampf ist ein Typ, der eigentlich gegen uns super gut reinkommt. Das habe ich gemerkt die letzten Wochen. Jedes Mal war irgendein Kampf-Pokémon das größte Problem gegen uns. Außer diese Woche, darauf komme ich gleich zu sprechen. Beziehungsweise kein da. Aber ja. Und mit seiner 4-fach-Kampf-Resist kommt er halt super gut rein. Mit Rocky Helmet, weil die meisten Fighting-Types halt physisch sind. Dann hat er noch Pain Split, er hat Will-O-Wisp als Option. Greift die halt effektiv mit Strange Steam an. Was willst du mehr? Kein Feld rausholen, aber dafür kommen wir auch später, glaube ich. Ja, Levitate ist halt so nice. Ja. Ich finde halt Levitate auch gut gegen einen Sandkader, welcher auch gewisse Ground-Schwächen hat. Ja, also an sich, wie gesagt, wir haben das Team ja extra so Slidefire durchbekommen, also wir wollten das ja genauso haben. Mittlerweile, ein paar Änderungen wären geil gewesen. Ja. Also für mich ist es immer noch ein bisschen schwer tatsächlich. Mittlerweile wird es jetzt einfacher gehen, in das Team wieder reinzukommen. Ich bin normalerweise eine Person, ich spiele ja nie 2 Ligen gleichzeitig oder mehr als eigentlich eine Liga. Ich mag es mich eigentlich immer auf eine Liga zu fokussieren und dadurch, dass ich diesmal TPL und TTPP also gleichzeitig gespielt habe, war das Problem, dass ich mit meinem TTPP-Kader so gut klargekommen bin und ich habe mich so in diesen, ich mochte den Kader, obwohl ich sehr oft dieselben Mons mitgenommen habe, hat es einfach funktioniert in den meisten Fällen, vor allem in Doubles, hat es einfach übel Spaß gemacht. War dann irgendwie das Problem, ein bisschen in den TPL-Kader wieder reinzukommen, weil ich den halt komplett von Grund auf anders spielen muss. Ja, das ist ähnlich bei mir. Oh, ihr habt so viele Probleme, meine Freunde. Meine Güte. Problem hattet ihr auch diese Woche am Spieltag. Lest kurz vor und dann abwechselnd wäre, glaube ich, logisch, dass der Andy auch mal zu Brett kommt, aber ja. Andy, du darfst zuerst. Ja, also Waffen-RR gegen immer greifbar, 4-0 für immer greifbar. Subnautica gewinnen 5-0 gegen 4-5er. Marmotels verlieren 4-0 gegen Bauarbeit im Griff. Buh, ja, okay. Die Heroic Tyranitars gewinnen 1-0 gegen uns. Yay! Oh, buh! Kannst ruhig cheeren, alles gut. Ja, wir kommen mit denen gut klar. Also, ja. Und Kroko Hippo gewinnt 1-0 gegen Inclement Cookies. Wunderbar. Ja, Waffenmeer gewinnt gegen. Verliert leider gegen immer greifbar. Das Spiel gab es ja erst, glaube ich, gestern Abend ist es stattgefunden. Ja. Hat es ein bisschen auf sich warten lassen. Wie findet ihr das Ergebnis? Das ist toll. Also wir haben das Replay, ich habe das Replay ja gesehen, direkt nachdem der Kampf stattgefunden hat, tatsächlich. Ich fand es eigentlich, den Kampf an sich fand ich, ja, ich wollte mal sagen, man kann sagen, das Ergebnis war klar. Vipo und Jeremy haben das da an manchen Stellen nicht so ganz clean gespielt gehabt. Also ein paar Missplays waren da und halt von, ich glaube, Sammy und Nox spielen ja zusammen. Warte mal, Viptor ist Jeremy? Ja, der heißt Jeremy. Ach Gott, ich dachte gerade, ich habe schon wieder alles verpasst in dieser Season. Nein, okay. Ja, erzähl weiter. Ja, ja. Also an der Stelle war das dann halt, ich muss sagen, die Prep war halt eigentlich ganz gut mit dem, wie heißt das mal nochmal, der Fisch da? Mit dem Final Gambit, das war halt wichtig, dass der halt direkt einen Kill da claimt, weil der hätte sonst noch ein paar Probleme gemacht. Ja. Und ab dem Moment war es halt ich bin ehrlich, man kann sich halt darauf preppen, wenn sie Cinder Ace bis jetzt jeden Spieltag mit Bandit mitnehmen und nie ein anderes Item auf dem Spielen, dann ist auch klar, was dann auf diesem Cinder Ace kommt. Da war halt die Prep halt gefühlt einfach wieder dasselbe Cinder Ace mitgenommen und wenn man es halt erwartet, kann man es auch playen. Deswegen, Plays meinst du mit dem High Jump Protect Play, der wahrscheinlich gedacht wurde und Sammy einfach gedacht hat, nee, er bleibt einfach drin, weil die denken ja, hey, ich drücke Schutzschild mit Megastallos. Ja, genau okay. Der. Okay. Der war ein guter Play, by the way, von Sammy. Ja, Sammy hat ja alleine gespielt, deswegen gab es dieses Mal auch Spitznamen.
Weil ich habe gehört, dass dieser Rag Spitznamen nicht mag. Und ich mag keine Spitznamen. By the way, ja? Ich habe gehört, dass auch diesen Spieltag Vipo alleine gespielt hat. Das war wohl in 101. Ja gut, aber macht es ihm schlechter oder besser? Ich weiß gar nicht. Kein Plan. Also Vipo ist Mittelmaß zur Zeit, deswegen. Ja. Kann man auch mal sagen. Der war auch schon mal besser. Jo. Kleine Fratz. Ja, Min, hast du noch was? Nö, eigentlich hat Andy alles. Genannt, was ich auch im Kopf hatte zu dem Kampf. Okay, ja, Lizzie Miss, Willow Miss waren dabei gewesen, kann man mal vergessen. Ja. Ist okay, Pyroball Miss war auch dabei. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es war ja ausgeglichen dadurch. Also der Pyroball Miss hat ja dafür gesorgt, dass das Skeletor nicht gestorben ist. Ansonsten wäre das Ding ja noch tot gewesen. Ja, also Sammy hat auf jeden Fall Eier gezeigt, das kann man wirklich sagen. Ja, das stimmt. Ich glaube, er war ein bisschen beflügelt, dass er wieder mal alleine antreten konnte, glaube ich. Also diese Beziehung, glaube ich, geht nach der Season zu Ende. Da, sag ich. Das kann gut sein. Da lege ich ja fast meine Hand ins Feuer. An wem das liegen könnte? Nicht an Rex, nein, ich glaube, der Fehler ist bei Sammy auf jeden Fall. Sonst wirft mir hier noch vor, dass ich nur mal jede Woche gegen Wax fronte. So, Subnautica gewinnt 15-0. Das ist wieder mal ein Sieg von den Subnautics. Und die waren Anfang der Season sehr, sehr weit unten. Und das ist das Comeback der Season für mich auf jeden Fall. Auch gegen 4-5er. Gut, wie das dann abgelaufen ist, reden wir jetzt. Aber die 4-5er sind ja eingesprungen. Da nochmal Dankeschön dafür. Ja, und, ja, auf jeden Fall. Ja, haut mal raus, was habt ihr? Ich glaube, das war der Kampf, wo ich. Mega-Scarabon. Das war der Mega-Scarabon-Fight, ne? Ja. Ja. So. Da war meine Meinung einfach, dass der Kampf einfach super, super solid von Subnautica gespielt wurde. Und viele kleinere Fehler von den 4-5ern kamen. Beispielsweise war ich ein. Oder warte mal kurz. Nee, das. Doch. Ich war ein bisschen verwirrt von der Usage von Deponitox. Ich bin mir nicht sicher, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der vierte Move war, als sie die ganze Zeit Curse gedrückt haben. jedoch bin ich mir sehr sicher, dass am Ende der letzte Curse einfach komplett daneben ging, was. Ich weiß nicht, was sie da gehofft haben, weil man hatte den Schaden schon gesehen, den das Ding macht mit jeweils zweimal Unterschied, also zwei Stufen Unterschied von Curse und SD und auch einem. Mhm. Und wenn man da halt nochmal Curse darauf, dass die einfach dich in dem Moment immer two-shotten, ist es schwierig. Wäre der Drain Punch rausgekommen mittlerweile, die kriegen ja keinen Death Boost dazu im Gegensatz zu denen, hätte man vielleicht dagegen noch etwas machen können. Ich kenne die genauen Kalks nicht. Vielleicht hätte es aber auch nicht gemeldet, zumindest wäre das Garabon ein bisschen angechippter gewesen. Ja. Den Moment hatte ich am wenigsten verstanden. Overall muss ich sagen, der Kurelei-Crit war super, super unlucky. Mhm. Ich glaube, wenn der nicht passiert, sieht das Match wirklich komplett anders aus nochmal. Ja, wenn du überlegst, was alles ich und Andy hatten vorhin tatsächlich die Replays nochmal zusammen angeschaut. Ne? Dass wir so ein bisschen auch den anderen nochmal fragen, yo, wie fandest du das Match? Und er meinte einfach jetzt Zeitschock-Crit. Ich so, ach komm, Zeitschock-Crit würde nicht so viel machen. Die haben noch, auf Fist-Death-Crit macht das doch nicht so viel trotzdem. Dann waren sie halt auf Half-Life, es kam der Crit und Andy schreibt mich an, der macht nichts, der Crit verwendet nicht. Und ich dachte halt nur so, ja, als ob jetzt wirklich dann noch der Crit kam. Also hätte ich das Replay gekannt. Ich weiß nicht, welche Replays du alles geschaut hast. Ich schaue keine Replays normalerweise, also ich kann es echt nicht, es war einfach gegessen. Ja, und ich bin ganz ehrlich. Das tat mir in meinem Herzen weh, weil ich ein großer Fan von Kurelei bin. Mhm. Und ich glaube, Kurelei war so ein bisschen. Also, es war halt in einer sehr guten Position mit drei Call Mines. Ja. Und Drainikiss alleine nimmt das halbe Team wieder raus, ne? Ja, Drainikiss nimmt halt auch zum Beispiel mehr Scaraborn einfach raus. Ja. Weil es halt Prio plus super effektiv plus drei. Und macht auch Zen Loggen, ne? Der müsste kristallisieren, der war ja auch mit bei gewesen. Also wahrscheinlich hatten sie Kristallisierung da sowieso mit drauf. Da hätten sie vielleicht ein bisschen den Drachentyp loswerden können. Aber ich glaube, Kurelei hätte Unterschied. Ja, aber es ist eine feine besonders. Ja. Die Frage ist halt, weil Kurelei ist ja nicht langsam, ist ja schneller als Zenlong, ob dann eher der Stored Power rausgekommen wäre. Oder das, ja. Dann wäre wahrscheinlich Zenlong auch tot gewesen. Ich weiß nicht mal, ich glaube, auf Scaraborn hätte man sogar Stored Power drücken können. Ich weiß halt nicht, ob es Full Speed Kurelei war. Weil manchmal macht man das ja einfach nicht wegen Triage, weil du dann ja die Prio als auf Draining Kiss zumindest hast. Mhm. Ja, insgesamt
fand ich einfach, es war sehr, sehr gut gespielt von Subnautica und halt dieser eine unlucky Moment. Ja gut, es gab noch einen zweiten, mit den ganzen Thunders gab es ja auch einmal der Thunderplay, der dann halt die zur Para geführt hat und dann halt auch noch genau im selben Turn noch, als die Para auf das Empoleon gekommen ist, da direkt noch geparat wurde, also vor Para. Ich weiß nicht, was das Empoleon hätte machen sollen, also keine Ahnung, weil ich glaube, ein bisschen Chip auf das Ding wäre trotzdem nicht schlecht gewesen. Hm. Also jeden Damage, den man mitnehmen kann, nimmt man im Normalfall mit. Zumal man hat erkannt, vielleicht am Ergebnis nicht viel geändert, aber... Ihr habt doch erkannt, dass Virtua Scarf war, ne? Der muss ja... Der muss. Ich bin manchmal so ein bisschen... Ist er das? Ist das nicht? Aber wenn er plus 1 Dragon nutzt, bietet es auf jeden Fall Scarf. Ich wollte gerade sagen, der muss das Scarf sein. Ja. Als der plus 1... jetzt Dragoan war es doch. Genau. Manchmal. Also bloß wenn es Dragoan outspeedet hatte, waren wir auch das okay, das ist Scarf. Andy war dann kurz verwirrt nochmal, warum die Thunders treffen, weil wir beide kurz die Fähigkeit vergessen hatten. Richtig, Aber ja, Compound Ice macht dann Sinn. Ja, deren Tauros war ja, glaube ich, auch Scarf, also von jetzt hier. 4-5er. Das glaube ich zumindest. Also das hat uns am Ende zumindest, glaube ich, noch alles outspeedet. Irgendwas hat es outspeedet, ja. Aber es hat nicht viel Schaden gemacht, deswegen habe ich mir die aufgeschrieben. Die Thunderpara hast du erzählt, Zeig, den Crit hast du auch erzählt, den Dragoran haben wir gerade erzählt und Rockblast Mist war auch noch dabei, der hätte vielleicht noch ein bisschen schneller am Ende gemacht. Also Subnautic. Liegt das am Master, dass es so gut klappt oder ist Sokko jetzt irgendwie besser drauf? Oder? Ich hab keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich auch nicht. Wir kennen beide nicht, wa? Ist okay. Das ist das Problem. Gut, dann reden wir beiden. Aber als letzte Sache, ich wünsche denen auch noch weiterhin viel Glück in den restlichen Matches, weil wenn es gut läuft, dann zieht durch, Jungs. Sieht sogar, wir kommen nachher noch auf Tabelle. Ich bin sehr gespannt, wie das noch läuft, ne? Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem, wo ich total überrascht war, weil grottenschlechte Leistung von den Memos. Also ich muss ja, ich hype die ja jede Woche, aber Pyro und Bernie, ihr schreibt am Anfang rein so viele Prios und dann. Ach, aber okay, ihr redet immer erstmal. Ja, also das Match in kurzem zusammengefasst ist einfach, wir haben einen Scarfer, wir haben drei Leute, die Prio, drei Mods, die Prio haben, wir gewinnen das Match. Also, es war einfach Speed is Key. Das war es eigentlich ganz stumpf gefasst, also zusammengefasst. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das erste Mon, das reingekommen ist, war ja direkt ein Scarfer, das war glaube ich das Hisui Zoroark. Mit den zwei Shadowbots, was es rausbekommen hat. Einmal, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es das erste Mon direkt gekillt? Oder? Nee, ist rausgegangen, ne? War das nicht so? Er hat eine Attacke abbekommen, ist rausgegangen und Ricky ist einfach danach gedroppt. Ja, Ricky ist gedroppt, weil es halt den Scarf hat. Ricky hat halt einmal Half-Life gefressen und dann kam halt der Scarf-Reveal, weil auf einmal das so rockschneller als Ricky war und Ricky ist gestorben. Ja, aber die Memos sind ja nicht dumm, die kalken doch auch normalerweise, oder zumindest gehe ich davon aus, da sehen die doch, dass der Schaden nicht genug war, dass es Specs ist. Ja, aber es gibt auch immer so, was ich halt auch gerne, oder man auch immer noch überlegen könnte, ist halt Expert Bait. Das würde halt auch immer noch neutralen Schaden machen, weil das kein sehr effektiver Move gewesen wäre. Dazu gibt es immer noch Sash-Sets, welches bei Zoroark immer beliebt sind. Aber der war angehittet. Er war ja angehittet. Wenn das Sash wäre und dann noch angehittet, dann musste man ja eigentlich keine Angst haben mit Ricky, dass man den vielleicht jetzt rausnehmen kann. Dass er dann Scarf ist, ist halt ein Surprise. Man kann im ersten Moment nicht dran denken. Maybe wäre, anstatt offensiv drauf zu antworten, besser gewesen, defensiv drauf zu antworten. Maybe, die haben 4-0 verloren, natürlich wäre das besser gewesen. Ja, okay, ich wollte formulieren, Marci. Nein, brauchst du die Woche? Nein, die Woche nicht. Ich glaube, die Woche kann man wirklich darüber reden. Okay. Doch, eigentlich schon. Die Memos haben jede Woche von mir Liebe bis zum Gittimir bekommen. Aber diese Woche kann man sagen, scheiße gespielt, ganz einfach. Ja. Die schreiben am Anfang, wo Kramor, wo Raichu? Dann schreiben sogar noch, so viele Prios. Ihr habt's doch gesagt, warum geht ihr auf Plus irgendwas mit euren Kolo-Wahl, wenn ihr wisst ganz genau, da kommt eine Prio. Ja, besonders halt bei die Prios, das ist sofort mir und Andy auch im Kopf geblieben, waren ja auch super, super gut dann nochmal im Trick Room, als die Trick Room rauskam. Ja. Also insgesamt, die Prep, das halt auf die relativ interessante Speed Control, welcher halt das Team von Memox besitzt, wogegen halt viele, also bisher alle Teams davor eigentlich überfordert waren. Hm. Ne? Weil wir haben auch zum Beispiel Spieltage gehabt, wo einfach Mega Kramorup durchgegangen ist und alles. Oh ja. Deswegen, dass man halt darauf eine super gute Antwort gefunden hat, indem man halt einfach gesagt hat, ja,
mich juckt es nicht, ob ihr schneller oder langsamer seid, wenn wir Prioritäten, Prio-Moves haben, welche halt einfach reinkommen, jedes Mal mindestens halbieren oder finishen können und ihr nicht schnell genug antworten könnt. Das kannst du aber auch nur machen, wenn du halt wirklich viele Monster haben, die Prio haben. Ja. Und das hat, haben sie eindeutig. Also wenn man sich alleine anschaut, dass da Suyat, Morai und Mamutel rum sitzt. Dann hast du Pamomamo noch. Pamomamo, ja. Silvaro hat Shadow Sneak noch, wenn man möchte. Ja, ich glaube, es hat nicht Alola Slimog noch irgendwie Sucker oder Shadow Sneak. Schattenstoß, ja. Ja. Okay. Also auch da noch, ne? Ich habe auch gesehen, dass Silvaro das beste Mon ist gegen Lumiflumi. Lumiflumi, ja. Weil es ja keinen Kontakt herstellt, deswegen gibt es keine Giftspitzen. Ja, ich fand das actually sehr, sehr gut, wie das gespielt haben. Also, ich habe meine Pokémon-Types einfach auch nicht mehr im Kopf gehabt, weil ich habe komplett vergessen, dass scheinbar Ghost Gift resistet. Ach, keine Ahnung. Aber da ist die Frage, warum ich gleich eine Sludge Bomb drücken, weil die haben irgendwas erst zuerst gedrückt, bevor die gewechselt haben, die anderen. Deswegen, Sludge Bomb wäre immer der Play gewesen, weil die hatten keinen Stahl da dabei, die Bauarbeit. Da vielleicht so ein kleiner Missplay, weil die Vergiftung kann ja immer noch mal kommen. Ich zum Beispiel kriege die im Random Battles immer, wenn ich kurz vorm Siegen bin, dann kommt doch mal die Vergiftung und dann musst du irgendwie outplayen und dann verlierst du trotzdem. Das ist richtig. Ja, und am Ende hatten die Memos noch die Chance, einen Burn zu bekommen durch einen Scald. Aber hey, da war noch mindestens 50 Prios in der Hinterhand. Da war keine Chance. Also man kann sagen, ich wusste ja von den Ergebnissen schon vorher, weil ich auch angeschrieben wurde von Fatalis, was ich ganz witzig finde, weil mir wurde gesagt, der frontet gerne Sammy und jetzt bringt ja Sammy wahrscheinlich die Meisterschaft. OMG, das kann doch wohl gar nicht wahr sein, aber... Wir können spoilern, wir haben das Ergebnis gesehen, dadurch, dass wir uns auf Memos gepreppt haben. Ach so. Ja, genau. Das Ding ist halt, wünscht man sich Sammy den Sieg? Nein. Erst recht nicht mit Rex als Partner. Oh, jetzt habe ich schon wieder getan. Ich tue immer dasselbe, ich bin so doof. aber Fatalis fand ich ganz witzig, weil ich halt den Hintergedanken hatte, dass ich, oder wusste noch, dass Fatalis eigentlich den Sammy immer frontet. Und jetzt ist er wahrscheinlich selber schuld. Er ist Mainz von dieser Season. Letzte Season war es Mainz, die Dortmund die Meisterschaft verkackt haben im Fußball, wenn man jetzt mal so sieht. Und jetzt diesmal sind es wahrscheinlich Bauarbeit im Griff, die Memos zumindest ins Struggeln bringen. Im Struggeln seid auch ihr gekommen. 1-0, obwohl es ein ganz schönes, knappes Ergebnis war. Ja. Vor dem Misty Terrain war witzig. Aber erzählt selber. Actually, möchtest du zuerst? Ich wollte dir gerade Vorrang geben. Ich meine sogar Marshy. Nee, ey. Als ob, ich habe mir einmal angesehen und dachte mir so, Misty Seed, also das Item gespielt wurde, richtig geil. Aber okay, dann können wir direkt da anfangen. Das erste, was ich Jonas direkt geschrieben habe, war, was hat Sneaslark bitte da versucht zu machen? Weil wir haben, entweder haben wir einfach Turn für Turn, nein, das hat gar nichts gemacht. Also das ist ja das Ding. Entweder haben wir Turn für Turn die einfach perfekt gelesen, oder die beiden waren verwirrt. Weil sie haben dreimal hintereinander auf Clear Smog SD, sodass wir den Terrain ausdauern konnten. Der Boost war nach einem Turn also weg von den Seeds. Dann konnten wir Swillown. Übrigens sehr schöne Prep von der Fassade trotzdem, muss ich sagen. Dadurch war halt auch Weezing gechippt, sage ich mal. Aber auch im letzten Turn dachten wir halt, die wollen das Weezing eher rausnehmen, statt nochmal hoffnungsvoll auf SD zu drücken, falls wir rauswechseln. So, und da war es, das war halt so ein bisschen das Verwirrende. Also ich fand Sneaslark ein bisschen verwirrend an dem Spieltag, also so wie es gespielt wurde, nicht das Set selber. Das Set selber fand ich sehr cool und sehr kreativ. Und direkt danach kam der größte Missplay des Spieltages von mir und Andy. Darauf haben wir uns im Nachhinein geeinigt. Ja. Weezing sterben zu lassen war der größte Fehler, weil wenn ein Fighting-Type rausgeht, kommt halt der andere rein, gegen den wir kein Switchen mehr haben mit Terra Lycanroc. Sehr seltsam. Der hat auch richtig gut gemacht, die Boy. Also der richtig. Ich habe tatsächlich einfach komplett verpeilt auch gehabt, beide. Dass der generell, dass der noch Terra hat, also Terra Fighting vor allem. Ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf, Terra Fairy, weil mehr Schaden auf den Playroff oder irgendeiner Scheiße. Ich habe diesen Fighting-Type wieder komplett verdrängt. Ja. Bei mir war es einfach nur so, als ich gesehen habe, der war Bandit, habe ich mich irgendwie gefreut, weil ich dachte, vielleicht können wir drum spielen, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, jetzt drückt der dreimal CC und das Match ist over. War ich nur so, schade. Schade. Ja. Schade. Ja, Fire Punch Burn gab's auch noch. Stimmt. Der war cool. also ich muss eine Sache muss ich auch noch sagen.
Nape hatte in dem Spieltag Bock. Nur nicht Nape hat es sehr. Ja, also. Trotzdem hat er uns so einen kleinen Hoffnungsschimmer wieder gegeben gehabt. Der war schön, schön, der Burn. Also da habe ich mich so ein bisschen sehr schadenfroh gefreut. Es tut mir leid, aber ich es war wieder so ein Andy-Ding, wo Andy so, hast du es nicht sogar gecallt? Ich hab den Burn gecallt, ja. Du hast den Burn gecallt, ne? Andy versucht mal mehr Siege zu callen, das würde ich am besten. Ja, bringen, das auch. Nee, bei mir ist so das Ding, Spieltage, entweder ich hexe oder ich werde weggehext. Bei mir ist entweder, also in den meisten Fällen hexe ich, entweder oder, wenn ich halt hexe, dann ist halt eigentlich einfach immer, gerade wir sind in einer Kacksituation, ich denke mir einfach so, ach komm, wäre doch jetzt eigentlich ganz lustig, wenn wir jetzt burnen, freezen, etc. Klick den Move, die klicken den Move, bam, freeze, bam, burn. Immer ja. Eine Situation, wo man es braucht. Ich habe es gespürt in der TTPP gegen Andy. Wo er mich viermal hintereinander geflincht hatte mit Rockslide. Das war fun. Hast du verdient. Ja. So. War aber auch einfach keine gute Prep. Nein. Aber insgesamt. Ihr könnt euch nachher noch ein bisschen angiften. Das würde mich auf jeden Fall nachher sehr freuen. Ja, aber erstmal so eine Frage: Was für ein Quiz macht ihr? Weil ihr habt den Talk nach dem Kampf abgelehnt, weil ihr irgendein Quiz noch macht. Ah ja, stimmt. Ja. Wir haben ja unseren Discord-Server mit Freunden, die ist das, wo auch sehr viele Leute sind, die Anime enjoyen. Na? Und Gaming halt. Und Gaming. Und wir haben einen Nerd-Quiz gemacht, pretty much. Yes. Mit was halt machen wir? Gaming-Trivia und halt ein bisschen Memes und sowas. Achso, ich dachte, vier Antwortmöglichkeiten und eine Frage. Das könnte ja fast schon um die Ecke gedacht auch, sein. Auch ab und zu. Es gab ein paar Multiple-Choice-Sachen, aber in den meisten Fällen ist es, hier kriegt beispielsweise jetzt einen Clip, ein Zitat von was weiß ich was, und ihr müsst buzzern, der zuerst reagiert, auf die Antwort sagen, wenn ihr nicht die richtige Antwort sagt, ist er raus erstmal, bis die anderen einmal alle komplett durchgeantwortet haben, und dann gibt's, wenn in der ersten Runde niemand die Antwort hat, in der zweiten Runde darf er dann wieder ran. Und mit der, also im Prinzip das immer das wieder dasselbe. Cool. Gibt's halt, haben wir da entweder Multiple Choice oder die müssen uns die Antwort schreiben, weil die es von selbst wissen müssen, oder halt Buzzer-Kategorien und sowas. Oder Coco Hippo 1-0 gegen Clement Cookies. Oder richtig. Das Match wollte ich, darüber wollte ich so gern reden. Echt? Okay, cool, ja. Mach das. Ja. Willst du anfangen, Andy, und den einen Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen möchte, rauslassen, oder soll ich einfach anfangen? Ich weiß nicht, welchen Punkt du meinst, deswegen kann Jirachi. Ich. Jirachi. Ach so, stimmt, ja. Das vierte Mal diese Season schon, by the way. Ich möchte gefühlt eine Ansage machen an jeden einzelnen Menschen, der rauf und hört auf, Ancient Power of Jirachi zu spielen. Hä, bitte. Warum? Er hat so es viel, funktioniert er hat nicht, es verliert jedes einzelne Mal. Es hat zwei Boosts bekommen. Und was das zweite getan? Mal diese Season schon. Das hast du auch noch nicht erlebt, dass es der Omnibus zweimal in ein Match kam. Natürlich hat es am Ende nicht viel gebracht, aber... Hast du schon mal, ganz kurz, 20% ist wenig, aber wenn man überlegt, dass Scald auch nur 30 hat und gefühlt alle zwei Scalds burnen, fragst du dich auch nur so, okay, ja, aber maybe wie oft siehst du so Scald burn jedes zweite Mal und wie oft siehst du Double Boost, siehst du nicht, nein, ja, und ich habe jetzt dieses hier zweimal gesehen, weil Kevin einfach Bock hat, natürlich verliert er jede Woche, ne, es war wieder ein knappes Ding gewesen, aber ich finde so, das Ding kann man einfach mal sagen, erstmal, spiel andere Sets, ist okay, kannst du sagen, aber er macht es immer wieder und er hat auch Erfolg, weil er trotzdem den Boost bekommt, und wenn du einmal einen Boost bekommst, denkst du, ja krass, okay, krass, dann kommt der zweite, denkst du, oh, jetzt musst du aber aufpassen, sonst bist du halt wirklich angearscht, und wenn der dritte kommt, dann ist, weißt du? Ja, okay. Aber es war's jetzt. Ja, aber jetzt erzähl das mal. Ja, also ich fand das Match grundsätzlich richtig spannend halt, wie es die ganze abgelaufen ist, war halt immer, ich sag mal, krass Kopf an Kopf. Vor allem mit den letzten Mons. Ich sag mal, jetzt ist das Ende, nehme ich jetzt einfach mal vorweg zuerst, weil ich das halt irgendwie am überraschendsten fand. Hm. Als da Shedox gegen Beatori stand. Beatori, genau. Ja. Ich hab ja gedacht, okay, der killt halt Beatori nicht mit, also killt ihn jetzt nicht, One-Hit auf jeden Fall. Ich hab mir gedacht, okay, Match ist gelaufen. Die gewinnen das. Also Capcom gewinnt, also ich hab die Teamnamen leider immer schlecht im Kopf. Inclement Cookies war das, ja. Ich dachte mir 100%, dass die das gewinnen. Bis ich dann festgestellt habe, dass die wahrscheinlich auf Beatori keinen Move hatten, der Shadox irgendwie anhittet, und dann dachte ich mir, oh scheiße, ja, das ist jetzt unlucky. Jetzt hat die Frage, ob man sich dann nicht doch irgendwann mal preppen muss, wenn halt Mega Shadox sowieso da steht. Immer so HP Feuer mit einpacken auf so einen Mon, was auch physisch ist. Also, das Problem ist, dass Beatori keine HP hat.
Ja, stimmt, ja. True! Richtig. Aber ich liebe dieses Mon irgendwie. Erstens, der Name ist geil. Und ich glaube, das wäre so ein Mon, das würde ich auch. Für Sky wird's ich hasse nur den englischen Namen. Ich hasse den englischen Namen über alles. Ich kann den Namen nicht aussprechen, den englischen. Weil es ein Fasan ist. Also ich mag das Mon persönlich auch. Hab das ja auch gespielt gehabt in der TPPP. Mhm. Ich fand, das hat so viel Work gemacht. Also wirklich mein Lieblingsmon aus der gesamten Season gewesen. Ich keine Ahnung, anfangs wurde das voll gehatet bei uns. Weil alle meinten, das ist scheiße. Zumindest alle mit denen ich geredet habe. Und letztendlich hat das einfach den meisten Work gemacht und war bei uns einfach der mit den meisten Kills. Und die Ability von dem Teil ist geil und das Ding an sich ist einfach super, weil es halt. Ich sag mal so, es ist halt recht gute Special Death war das. Oder. Mhm. Ja, man kann es gut defensiv spielen. Halt mit Roost, selber kein Flying-Type, aber. Und grundsätzlich halt einfach, es hat ein bisschen Coverage und die Coverage, die es hat, macht das Mon eigentlich ganz gut. Mhm. Vor allem, sag mal, ich glaube in Doubles nochmal besser als in Singles. Aber grundsätzlich, ich finde, das ist ein solides Mon. Macht auch übel Spaß zu spielen. Mhm. Solide war auch Sobiris, weil der mega gut gegen Kangama war. Wegen Mega Kangama, weißt du, deswegen habe ich dazu gesagt. Ja. Mhm. Das stimmt. Was mir auch noch aufgefallen ist, das Einzige, was noch so ich. Also, es ist halt so vielleicht bei mir einfach eingebaut mittlerweile, aber wenn ich einen Deoxys Death sehe, dann ist das Erste, was ich mache, zu gucken, ob ich gemisplayed habe im Draft oder nicht und zu gucken, ob ich einen Taunt habe. Richtig. Wenn ich einen Taunt habe, ist halt so, du nimmst den mit und du leadest damit, weil Deoxys Death Leads so beliebt sind und so scary sein können, weil wenn der dir einen Early Lead erschafft, was halt der hat, also der hat zwar keinen Kill gemacht, glaube ich, in dem Spieltag, aber der hat Work wie sonst was getan. Mhm. Ist halt dann doof, ne? Mhm. Der ist halt wirklich strong, kann man schon sagen. Also du brauchst halt Taunt gegen den, dann ist er sehr, 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 sehr weniger useful. Aber sonst fand ich, war es eigentlich ein sehr, sehr close fight. Ja, nee, also man sieht doch, dass Kevin sich auf jeden Fall steigert. Ich weiß nicht, wie viel jetzt die Partnerin damit dran ist zur Zeit. Ja. Wenn du jede Woche verlierst, dann ist eh immer so ein bisschen meh. Aber ich habe eine Frage. Ja. Wo bleibt Chadrago? Wo bleibt Chadrago? Du sagst es. Hate. Nee, Kevin, bist du doof? Das ist das beste Mann, was ihr habt wahrscheinlich. Also Chadrago kann halt genauso nervig sein wie so ein Guard-Jump, wenn es auf einmal mit Rocky Helmet und Roughskin hinkommt und einfach ein U-Turn kommt und du 30% deiner Leben verlierst. Also ich kann verstehen, dass man Beatori fast immer mitnimmt, ne? Der war jetzt die letzten vier Spieltage mal dabei. Dass Dinglu immer mitkommt, ist klar. Jirashi liebt er wohl. Der ist auch fast immer dabei gewesen. Hast schon drei Plätze weg, so gefühlt. Oh. Denn Ditto kam letzte Woche gar nicht mit. Krass. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Kevin hatte Fieber. Er hat Ditto nicht mitgenommen. Ja, nee, aber so. Der MVP. Aber es ist wirklich so, wir lieben den so. Also, ich liebe ja Chadrago sowieso. Aber du liebst den, ich liebe ihn. Und Kevin denkt sich so, ich will Ditto. Deswegen ist halt, was willst du machen? Dafür setzen sie ganz gut Arctilas ein. Aber es liegt auch nur daran, dass der die Kristallisierung kann. Ja. Weil wir hatten den ja auch einmal gehabt und da haben wir, glaube ich, nicht einmal mitgenommen. Weil der auch sehr viele Kampfschwächen zum Beispiel, wie ihr habt. Ja. Ja. Ja, also Taunt vergessen und am Ende kann man sagen, auch Kampf verloren. Ich glaube, da gibt es noch Kevin, da gab es irgendwie eine Wette, glaube ich, mit Sammy oder so, mit Gijix und irgendwie gibt irgendjemand ein Essen aus. Ich habe diese Season damit nichts zu tun. Aber ich habe damit was zu tun. Das ist die Tabelle. Immer greifbar als Erster. Memos sind auf 2. Bauarbeit im Griff sind 3. Subnautic 4. Heroic Tyranitas 5, Koko Hippo 6, Waffenherr 7, Your Number 4, 5er und Inclement Cookies hat sich gar nichts verändert bei der euch. 8, 9 und 10. Witzigerweise, normalerweise frage ich euch so, wie ist es, wo wollt ihr sein, blablabla. Interessiert mich aber erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal darauf eingehen, wir gucken uns die ersten Plätze an und ich sehe so, Subnautica kann ganz gut mitspielen, weil auch Subnautica noch am letzten Spieltag gegen die Memo spielt. Das wird interessant, ne? Das ist so ein Ding. Und auch immer Bauarbeit in Griff spielt am letzten Spieltag auch noch gegen Sammy und Rex. Das heißt, die ersten vier haben irgendwie noch, können sich gegenseitig noch ins Gesicht springen, sage ich mal. Darf ich eine Cocky Prediction geben? Ja. Subnautica machen den Run und gewinnen die Liga. Ach, das wäre geil. Ich glaube an die. Also ich bin ehrlich, nachdem ich mir jetzt das Ganze halt besonders wegen KPI Talk nochmal alles genauer angeguckt habe und gesehen habe, Alter, das läuft. Mhm. Erster Spieltag erstmal gegen uns gewonnen, danach 2 verloren. Mhm.
Und dann seitdem die Streak. Ich sag nur, Sokko, Master, holt das, Jungs. Holt das, Jungs. Warum beliefst du nicht in die Memos? Sind die jetzt gebrochen? Also. Das Ding an den Memos. Jetzt bin ich gespannt, was von dir kommt. Ich hab ja meine Meinung gegen die. Erstmal, Andy ist kein großer Fan der Memos seit Seasons. So, das heißt, ich bin ein bisschen biased wegen meinem Teammate natürlich, weil ich mit ihm fühle. Mhm. Aber ich kann nur so sagen, ich nehme dir nicht viel vorweg. Ich kann dir das gerne nochmal als Notiz geben für nächste Woche. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, haben wir schon gespielt gegen die Memos für den nächsten Spieltag. Mhm. Und wir waren ein bisschen wütend. Okay. Habt ihr was geschrieben? Nein. Nee. Jein. Nein. Eigentlich nicht, nein. Also doch, ganz am Ende hat er einen Satz geschrieben. Ja, okay. Aber der war ja nicht mal persönlich, also was heißt, der war ja nicht mal beleidigend, das war einfach Fakt. Ja, es war einfach nur, wir waren ein bisschen wütend, mehr nicht. Aber okay. Es war nichts, also es war okay. Aber ja. Ich sag nur, und das zweite Ding ist, die Memos kennt man. Lasst neue Leute gewinnen. Hä? Aber die Memo. Sammy ist auf 1, sag 7. Ja, ich sag ja auch nicht, dass ich Sammy gewinnen sehen will, oder doch. Also, Sammy ist auf 1, ist halt einfach nur so. Ja, okay, nächste Season erlauben wir Sammy in Estia weniger zu picken. Ja, aber er ist doch im Vorstand, der kann sich doch eh seine Regeln selber setzen, wie er will. Ja, denkst du, warum Wax so weit oben ist? Der hat sich das alles gekauft. Sammy ist ja, glaube ich, der Hauptleiter der TPL immer noch. Ja, also ja. Er leitet ist ja eigentlich immer noch unter seiner Leitung, soweit ich zumindest weiß. Und ihr glaubt, dass der trotzdem noch was zu sagen hat, daher seid ihr auch. Ich glaube gar nicht. Er hat irgendwelche Cheats drin, Ende. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ja, wo landet ihr denn am Ende? Erzählt doch mal, das interessiert mich jetzt. Boah, krasse Prediction. Ich sage, wir landen, ganz kurz, Andy? Ja? Krasse Prediction, 8. es kommt auf ein paar Sachen an, aber... Ja, ob die anderen noch gewinnen, ne? 8 ist nicht so unwahrscheinlich, sag ich mal. Jajana, also passend zu unserem Namen, unserem Logo, also ich peile den 9. Platz an. Ja, du sagst es gerade, 9. Platz ist realistisch, weil nächste Woche die Inclement Cookies gegen die 4-5er spielen. Das heißt, rein theoretisch, du differenzt noch vorhanden. Nicht nur das. 4-5er sind unsere letzten Gegner an Spieltag 9. Das heißt, cool. Wenn die jetzt so nah uns rankommen, dass das letzte Match tatsächlich über Differenz oder whatever meddert. Wir wissen ja nicht, wie wir nächste Woche spielen. Dafür müsst ihr natürlich nächste Woche einschalten. Übernächste Woche. Übernächste Woche stimmt, der Spieltag 8 geht nämlich 2 Wochen. Das heißt, schaltet übernächste Woche ein, habt erstmal schöne Weihnachten und lasst deswegen Like und Abo bei Marschi da. Hallo? Oh, richtig. Ihr müsst auch natürlich einen Hack. Er hat ein Kind, genau. Benachrichtigungen anmachen, damit ihr auch ja nicht die nächsten TPL-Talk verpasst. Oder jede Among Us-Folge, auch ganz toller Scheiß. Ja, genau, auch richtig. Marschi ist wieder richtig aktiv mit Among Us. Ja, ich hab vorproduziert, alles hochgeladen. Richtig. Bis zum 27. Februar habt ihr Among Us-Folge. Gott, das ist keine Sau. Ist das nicht geil? Jede Woche 3 Folgen, dafür habe ich gesorgt, meine Freunde. Ja, jetzt kommen wir mal zu Pokémon nochmal zurück. Andy, hast du jemals eine Among Us-Folge gesehen? Ja. Ich hatte nicht eine letzte auf meiner Startseite vorgeschlagen bekommen. Same. Ich habe, glaube ich, das Comeback in die. Deswegen das D-Abo. Ach so, das D-Abo war von. Oh Mann. Ach man, ja. Nee, also 8er, 9er ist rein theoretisch noch möglich. Aber Clement Cookies, die spielen am letzten Spieltag gegen Waffen. Ja, das könnte noch. Also die letzten, ihr seid auch. Die oben kämpfen die ein bisschen darum, wer Meister wird und ihr drum, wer irgendwie aber am Ende Letzter wird. Und die Mitte bleibt in der Mitte. 5 und 6. Die werden einfach, die bleiben da. Wo du auch noch eine Sache von mir. Ja. Ich bin kein Fan von einem Team, was 0-9 geht. Ich wünsche den Inclement einen Win. Oh ja. Ich wünsche den einen Win. Ich kenne das so gut. Ich hatte den Struggle selber, wo ich nach 8 von 9 Spieltagen 0-8 stand. Das war damals mit Grippin. Selber schon mit den Teams. Ja. Und unsere Erleichterung, dass wir diesen letzten Spieltag gewonnen haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war so schlimm davor und so schön danach. Mhm. Also in den Position zu sein, wo du sagst, ey, ich kann eine Liga spielen, wo ich nicht einmal gewonnen habe, das macht dich schon ein bisschen fertig manchmal.
Ja, fertig macht mich auch. Wir müssen ein bisschen schnell machen, weil ich muss zu meinem Sohn, Alter. Was ist los mit euch? Die Killrangliste! Oh Gott, hat sich auch nicht wirklich was verändert, außer dass Mega kam rup, dachte sie, es macht einen Kill und hieß so, Atmeray ist jetzt drinne. Ogapan Ofen, seit Wochen keine Kills mehr gefühlt. Riesenzahn aber ist auch irgendwie da, was Kill holt, ja, ist okay, bla bla bla. Aber da passiert halt nicht viel. Aber ich mag immer noch Kamerupt und Admurai wird auch gut eingesetzt von dem Bauarbeitengriff. Der hat natürlich auch die Woche 3 Kills geholt, das muss man auch noch natürlich so sagen, ja. Ogapan Ofen war es halt einfach. Ich glaube, das ist das Beste. Das Mon ist unser Staple, das unsere Liga sehr ausgeglichen ist. Wir haben tatsächlich, ich glaube, sehr viele Mons so im Bereich 10 bis 5 Kills. Dadurch, dass das Ding halt seit, warte, es hatte nach, ich glaube, Spieltag 2, 7 Kills. Nach Spieltag 2, 7 Kills und war seitdem Erster. Mhm. Hat dann noch ein, zwei Kills, halt zwei, drei Kills dann geholt in den Spieltagen danach jeweils und seitdem nichts mehr. So. Nee, andersrum, zweimal nichts, aber ja, ist egal. Ja, hat auf jeden Fall Anfang Kills geholt, seitdem steht's da und die anderen pumpeln mit 5. Und halt die Killverteilung ist halt sehr, ich meine, sag mal, interessant, weil es gibt halt viele Mons, die halt immer mal einen Spieltag scheinen, im Gegensatz halt zu einem Mon, was halt jeden Spieltag irgendwie sehr viele Kills holt. Na? Also es gibt halt immer, es gab halt auch, glaube ich, bei uns Seasons, wo halt ein Mon immer so die Killrangliste auch krass angeführt hat, aber dann halt mit Abstand. Ja. Aber das ist halt hier sehr close, sehr ausgeglichen, sehr verteilt, würde ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Mal wirklich Teams haben, die so auf, also normalerweise kennt man es ja, dass man teils Teams hat, die wirklich so auf Killrangliste geiern und wirklich dafür spielen, irgendein Mon in die Killrangliste zu bekommen. Ich glaube, diesmal ist es gar nicht so stark der Fall. Nee, ich habe einfach das Gefühl, die Leute verteilen die Kills lieber eher ein bisschen und haben auf jedem Mon ein bisschen lieber etwas. Und enjoyen einfach, statt einfach immer alle Kills einem Mon zu geben. Es würde ja auch automatisch heißen, dass sie mehr defensiver spielen oder zumindest vorausschauen, ne? Oder saver spielen auf jeden Fall, ne? Ich würde auch sagen, es ist insgesamt ist mir auch aufgefallen, dass egal welches Replay ich geschaut habe, egal welches Match ich selber gespielt habe, jedes Team hat versucht, es so safe wie möglich runterzuspielen. Also jeder spielt, glaube ich, auch von vorne raus ein sauberes Monster zu Ende. Es ist, sagen wir so, es ist gut im Sinne von, wir haben, ich sag mal, sauber anzuschauende Games, aber für den Content, sage ich mal, ne? Mhm. Für die Lacher, für die, warum hast du das getan? Oh nein, das war der größte Choke des Jahrhunderts, da passiert halt nichts, ne? Nee. Also lieber safe das Match gewinnen, anstatt noch für Differenz zu spielen. Immer mal, ist auch wirklich, das empfehle ich jedem. Versucht nicht auf irgendeine Differenz zu geiern, außer ihr braucht es, um irgendwie Erster zu werden. Ich wollte sagen, außer es mattert. Ja. Aber das ist dann der größte Mindgame und ich wünsche niemandem in dieser Position zu sein, weil das ist komplett schrecklich. Das ist schrecklich. Wisst ihr, was auch schrecklich ist? Euch gleich. Lass uns weitermachen. Ja, euch gleich bluten zu sehen. Um die Ecke gedacht und ihr wusstet ja, ich heue euch beide rein. Das hat ja eine Begründung. Mhm. Weil ihr werdet Vipo den Platz 1 vielleicht streitig machen können. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Dann bräuchte ich Sammy hier auch nicht nochmal einladen. Weil ich weiß nicht, ihr habt euch die letzte Folge nicht angehört. Ne? Ich habe wieder einen Fehler drin gehabt. Ich habe die Frage falsch formuliert. Also in meinem Kopf hatte ich genau die richtige Antwort. Aber er hatte irgendwie... Ja, er hat mich gezwungen, den Punkt zu geben. Den hat er bekommen. Deswegen hat er jetzt auch 4. Deswegen habe ich also ganz kurz, bist du parteiisch und hast jetzt deswegen 2 Leute rangeholt? Einfach in der Hoffnung, dass Sammy nicht gewinnt? Einfach um ihm nichts schenken zu müssen? Nee, gar nicht. Nee, du wirst gleich merken, weil ihr spielt gegeneinander. Also, Jana, viel Glück, du hast gewonnen. Nein, das ist ganz witzig, weil wir machen das so. Ich wusste, wie mache ich das so? Ich brauchte natürlich erstmal eure Zusagen, die habe ich ja bekommen. Kurzfristig, by the way, weil eigentlich wollte ich ja Wolli, ich habe ja Wolli letzte Woche angekündigt, aber Wollis PC ist in Flammen aufgegangen. Ich hoffe, der kann nächste Woche. Und hat dazu vielleicht AMD? I don't know. Auf jeden Fall, ihr spielt gegeneinander. So ist das Prinzip. Okay. Ich habe insgesamt 10 Fragen für die Folge. Ne? Mhm. Das heißt, ihr sucht selber aus, wer anfängt. Das ist mir egal. Okay. Und dann aber dann sagen wir mal, Andy fängt an. Er lockt eine Antwort ein. Und wenn du jetzt sagst, Mann, ich bin mir sicher, dass es aber was anderes ist, dann könntest du ihm den Punkt klauen. Wenn du aber falsch liegst, also ein bisschen Gammon wäre schon geil, wenn es macht, weil sonst macht es langweilig, ne? Aber wenn du falsch liegst, kriegst du einen Minuspunkt. Na, so ist der Gedanke. Also ist es insofern parteiisch, dass wir mehr als 5 Punkte bekommen können, im Gegensatz zu jedem anderen. Ja, ist mir doch egal, ob Vipo nochmal kommt oder nicht, aber ich will einfach nicht, dass Sammy nochmal kommt. Aber die Fragen sind doch nicht einfach, ne? Also ich habe mir 10 wirklich coole Fragen hoffentlich ausgesucht. Ich bin gespannt. Ihr müsst nur wissen, wer anfängt und dann Weißt du was?
als ich kann spoilern, Andy hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern Geburtstag. Ich lasse dir die Vortritte. Ich würde sagen, Alter, wo schön weit passt. Andy hat Geburtstag. Dafür kriegst du schon mal einen Punkt mehr, Andy. So? Den hab ich jetzt einfach so gegeben. Weil ich kann. Geil, einmal mehr risken. Einmal mehr risken, ja, das ist ein bisschen fun übrigens. Okay, wie gesagt, ihr kennt dann die Prozedere. Oh ja. Gott. Ja, lest kurz vor, die Antwortmöglichkeiten und immer schön eure Gedanken freien Lauf lassen und Min, sei schlau und sag einfach nichts, ne? Dann kannst du irgendwann, dann sage ich, Andy loggt ein und dann kannst du sagen, oder ich spreche dir dann einfach an, wie du möchtest, halt, stopp! Und dann geht's weiter, okay. Gut, erste Frage, Andy, an dich. Okay, welches Pokémon ist mit 20 Metern das größte Pokémon, was es gibt? Das größte aller Zeiten. Okay. Ist es Giga Dynamax Anaconda? Ist es Mega Rayquaza Endynalos auf dem C? Oh, Weilord, ich habe by the way die ABC-Dinger weggelassen. Gut, aber okay, das ist egal, wir reden ja sowieso mit drüber. Also, gedankenfrei, was ist das größte Pokémon, was es gibt? Boah, ich finde das schwierig. Ich hatte tatsächlich aus irgendeinem Grund direkt am Anfang, als du es gesagt hast, Dialga im Kopf, weil ich wusste, dass der noch hätte ich vorher war. Wissen müssen. Dass ich wusste, dass der davon noch groß war. Ja, okay. Nee, also keine Ahnung, ich denke, also ich weiß eine Sache auf jeden Fall, dass es Wailord nicht ist. Ich weiß, Wailord ist riesig, aber ich glaube, der ist keine 20 Meter groß. Und bei Rayquaza bin ich mir unsicher, weil der ist ja eigentlich, ich weiß ja nicht, das ist wahrscheinlich, zählt die ganze Länge von dem Pokémon. Mega Rayquaza. Da könnte es der Fall sein. Endynalos habe ich doch gar kein Bild vor Augen. Welches Mon war das? Das ist das dritte Legi aus Schattenschwert. Das Viech. Genau. Okay, ich weiß, was es ist. Das, okay. das mit Dynamax-Cannon und so. Ja. Ja, ich glaube, der Dynamax, da steht es, glaube ich, ein Bait. Das heißt, ich schließe mal Wailord und Dynamax aus und wage mich an eine 50-50. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass du Mega. Weißt du was? Ich nehme es einfach, weil ich denke, dass es tatsächlich Mega Rayquaza nicht mal ist. Ich gehe mit Endynalos, weil der. Ich glaube, auf das Mon würde man prinzipiell jetzt nicht direkt kommen, außer es ist das die richtige Antwort. Die anderen sind halt eher so obvious, dass die groß sind, dass man das weiß. Ich glaube, bei Endynalos kann man es vielleicht unterschätzen. Okay, interessant. Ist ja nicht so, dass ich eine Giga-Form, eine Mega-Form, das fette Walvieh mit reingetun habe und noch eine andere Mystisch-Legende. Ja, Min, was ist los? Du kriegst keine Punkte, falls es richtig sein sollte und du es selber einloggst. Nee, ich wollte nur fragen, mit Endynalos ist die normale Form trotzdem gemeint, ne? Endynalos steht da. Was willst du? Ja. Also, es gibt ja noch die Giga-Dynamax in Endynalos-Form. Ich habe PokeWiki benutzt, da wurde mir was angezeigt, das Mon wird genommen. Weißt du? Okay, also. weil ich kann nur, ich weiß nur, dass... okay, Andy ist richtig, kann. Wunderbar. Was soll ich die ganze Zeit mit Min weiterreden, wenn das richtig ist? Hallo, ich wollte nämlich auch sagen, dass ich mir sehr sicher bin, dass es in Dynalos ist, weil Giga Dynamax Anaconda wäre meine zweite Wahl gewesen, aber ich glaube, das war einfach nur schwer. Ja, aber das wie dumm bist du denn, dass du ihm sagst, welches Mon es ist? Ja, nee, ich meine nur, weil er hat ja eingeloggt, danach kann ich jetzt... Nein, du hast sagen. Aber, er wusste doch nicht mal, wie das Mann aussieht. Ist doch seine Schuld, wenn er kein Pokémon spielt. Ich bin nett. Ja, nee, das nett brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier ein bisschen Hate. Mein Problem ist, ich spiele die, auch alle normalen Gens, ich spiele die auf Englisch. Ja, siehst du? Same. Ist Endynalos anders auf Englisch? Ich glaube schon. Nee, eigentlich nicht, oder? Echt? Keine Ahnung, dann bin ich einfach doof, das kann auch sein. Das kann auch sein, aber du hast 2 Punkte. Hey, Geburtstag gehabt und nur deine Frage richtig beantwortet. 2 Punkte, damit hast du schon mehr als die halbe Division bei... War das? Und ich. Eine, und mehr als ich gerade. Na sowieso, weil du bist jetzt dran. Ja. Laut Pokédex-Eintrag wurden von welchen Pokémon noch nie Exkremente gefunden? Das ist eine gute Frage, finde ich gut. Also Pokédex-Eintrag kennst du, Exkremente wurden da noch nie gefunden. Ja. Ist es. Relaxo, Schlinking, Siberio oder Sulord? Also, ich kenne die Pokédex-Einträge der neueren Gens nicht. Mhm. Deswegen kann es sein, dass Sulord mit drin ist. Mhm. Ich weiß, also es ist laut Pokédex, das heißt, es sind Pokédex-Einträge, so. Ich weiß, also... ich glaube, ich kann mich erinnern, dass Schlinking ich auch ausschließen kann, weil das mit drin stand, weil es dann halt so ein auf den war, oh, wir haben Exkremente eines mystischen, komischen Viechs gefunden. Mhm. So. Also bin ich jetzt zwischen Relaxo und Siberio. Okay. Und das Mon, welches ich eher ausschließen würde, ist Siberio, ich gehe mit Relaxo. Okay. Loggst du ein? Ja. Gut. Annie, willst du Punkte ausgeben? Ich wollte auch mit Relaxo gehen.
Das geht jetzt schlecht. Also doch, Andy, das ist ganz einfach, weil es ist falsch, das sage ich schon mal gleich. Okay. Das hast Perfekt. Du noch eine 33% die Chance, dir einen dritten Punkt zu holen. Boah. Ja, danke. Aber danke, bitte, 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 das Erste, was du sagst, zählt auch. Das Erste, was ich sag, zählt auch? Ja, das ist der erste Mon, was du sagst, das ist, mehr wird nicht gesagt. Sag einen Namen und dann ist fertig. Okay, ich sag Sylot. Das ist Schlinking. Scheiße. Ah, okay, dann hab ich. Okay. Schade, minus eins wäre geil gegangen, Min. Warum? Ja, der hätte den Punkt geklaut. Und du hast noch keinen, also klaut er den Punkt. Aber hat er nicht jetzt minus eins noch? Nein. Weil er gemacht hat, trotz Clown? Nein, der okay. klaut den. Ja, okay. Hallo, Andy hatte gepostet, was ist los mit dir? Okay. Aber ab nächste Runde kriegt Andy einen Punkt Abzug, weil du sollst ja nur einloggen, wenn du halt auch sicher bist und dann. Ja. Kriegst du einen Punkt Absucht. Ne? Also wenn du nächstes Mal falsch hast, Andy, dann zieh ich den Punkt ab. Okay, war das Geburtstag? Ich kann da nicht. Hallo, ich bin Vater geworden. Ich ja, bin happy. Alles gut. Ja, okay. Frage 2. Ja. Min ruhig. Frage 2 an Andy. Welches okay. dieser Pokémon hat die Fähigkeit Taumelschritt als versteckte Fähigkeit? Taumelschritt, okay. Dodri, Pandir, Tauboga, Pantifrost. Ja, Taumelschritt hört sich halt... Habe ich natürlich direkt Pandir im Kopf, aber ich glaube, das ist keine versteckte Fähigkeit. Ich glaube, der hat ihn doch normal, standardmäßig und nicht als versteckte. Und bei den anderen muss ich jetzt mal schauen, was würde Sinn machen. Ich glaube, Tauboga ist es nicht, den schließe ich mal aus. Sagt mir einfach Bauchgefühl gerade. Also ich gehe mal entweder Pantifrost oder Dodri. Wenn ich mir die Monster überlege, wie die aufgebaut sind, wie die aussehen. Und wenn ich mal überlege, also gut, das ist halt eine versteckte Ability, aber ja, Taumelschritt. ich hab eher das Bedürfnis, mit Dodri zu gehen. Mhm. Weil ich weiß nicht warum, ich will einfach mit Dodri gehen. Also lockst du ein? Ich lock Dodri ein. Ich mag Tauboga und Pandir nicht. Okay. Min, was sagst du? Willst du abstauben? Ich weiß es tatsächlich. Dann. Dadurch, dass ich das Mon schon mal, also die Weiterentwicklung schon mal hatte als Mega, es ist Tauboga. Mhm. Also gehst du mit Tauboga? Ja. Es ist falsch. Es ist Dodri. Schön. Min minus ein Punkt. Und Schade. Andy hat 3. Taumelschritt ist die versteckte Fähigkeit von Dodri. Oder Dodu okay. auch. Ja. Ich dachte jetzt gerade. Also, ich dachte, oh, warte mal. Es ist die okay, sekundäre das war Fähigkeit. Okay. Ja, ich wusste nur, dass es Tangled Feet hat, aber ich wusste nicht, ob es. Versteckt oder nicht jetzt. Alter, Andy, du warst noch nie so gut, glaube ich. Nee, ich bin gerade gehypt. Let's go. Das ist halt die Frage, wann riskierst du Punkte absuchen, ne? Also, gucken. Andy. Ja, aber Min, du musst für dich spielen, weil du hast minus 1. Ja, aber ich bin... Minus 1 hat noch nie jemand geschafft und eigentlich geht... Na gut, ich habe immer gesagt, keiner geht mit 0 Punkten raus und minus 1 ist ja weniger als 0 Punkte. Das eben, gesagt, okay. Also keiner geht mit 0 Punkten raus, bleibt trotzdem. Let's go. Aber du könntest ja mit dieser Frage jetzt einen Punkt holen. Wie viele Pokémon sind im Spiel Super Smash Bros. Vertreten? Also. Er kennt den kompletten Roster, er kann das komplette Roster auswendig, oder? Okay, also wir gehen durch. Ich wollte gerade sagen, zähl einfach auf. Ja, dann zähl auf, bevor ich die Antwortmöglichkeiten gebe. Also wir haben. Da musst du noch raten, welche Zahl wo ist. Also wir haben 3 Stück wegen Pokémon-Trainer. Ich gehe mal davon aus, dass du Ultimate genommen hast. Smash Bros. Ultimate. Das letzte. Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben 3 Stück wegen dem Pokémon-Trainer. Das sind die 3 Kanto-Starter. Wir haben Pummeluff, Bajutsu, Pikachu und Pichu. Fehlt noch was? Ich glaube nicht. 7. So. Unten rechts. Bleibst du dabei? Ja. Okay. Darf ich? Du darfst gerne, wenn du jetzt. Es sind 9. Du hast nämlich. Es gibt noch Quadru. Also, ich weiß nicht, ob du Quadru genannt hast, aber Fuegro und Pummeluff. Pummeluff habe ich genannt, Fuegro habe ich vergessen, 8. Nee, warte mal, dann ist es trotzdem 9. Es müssen 9 sein. Fuegro, was haben wir noch vergessen? Es fehlt noch was. Quajutsu. Quajutsu habe ich genannt. Und Lucario. Lucario, fuck. Okay, jetzt sind 9, ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe eine andere Antwortmöglichkeit, glaube ich. Super Smell, super. Wenn du 7 als Antwort hast, dann hast du Pokémon-Trainer als oder hast du Glurak nur drin und nicht Bisaknosp und Shiki vergessen, weil Pokémon-Trainer hat 3 Mons. Ja, der hat 3 Pokémon zur Auswahl. Ich gehe halt nur von dem, was ich für Poké-Wiki habe. Ja, okay. Warte mal, ich muss, glaube ich. Oh Gott, wie komme ich jetzt am besten hin? Smash Bros? Also, wie schreibt man's? Bros? Also die Frage ist, wenn du halt wirklich Super Smash Bros. Also, obwohl.
Also halt, wenn man Super Special sieht, könnte es halt das Standardding sein, aber dann ist es auch doch zu wenig, oder kurz, nicht? Ich bin ganz kurz weg, 2 Sekunden. Ja klar, mach ruhig. Ich brainstorm jetzt mal nur nebenbei, weil beim klassischen Super Smash Bros. Da haben wir Pikachu drin und da, das war's. Da haben wir nur einen Mon drin. Das heißt, es muss schon das, der neueste Aufleger sein. Normal sind ich. 2 sehe ich gerade. Ja. Aber ich habe wohl das andere Super Smash Bros. Ultimate heißt Ultimate. Es. Ja. Oh Gott, warum fickt mich wieder Pokebegehrter? Smash Bros. So, und da bin ich wieder. Ich musste kurz ein Paket annehmen. Ultimate, was kam? Es kam ein Paket von meiner Mutter an. Oh, sie hat scheinbar noch irgendwie Weihnachtsgeschenke neue Unterwäsche? Oder auf Amazon bestellt. Neue Unterwäsche? Kann auch gut sein. Ich habe keine Ahnung, was meine Mom online bestellt hat. Ultimate. Bin ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, ich habe... Spielbare Pokémon in Super Smash Bros. Ultimate habe ich hier stehen. Mhm. Können wir durchgehen. Das sind 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann haut's nicht hin. Okay, dann 10. Würde ich, ja, dann ist nämlich. Ah, warte, es sind 10. Es sind 6 bei mir gewesen, deswegen okay. Wundere ich mich. Pikachu. Oh, ich hab Mewtwo komplett vergessen sogar. Ja, Mewtwo vergessen, richtig. Es sind 10 eigentlich. Also, ah, das ist aus Super Smash Bros. Wii U. Das ist der Wii U-Teil. Ja. Die anderen Monster noch nicht dabei. Ja, da war nämlich Pichu rausgenommen worden, der vorher drin war. Mhm. Da ist Shigi und Gwizaknoss nämlich drin, bei Glurak einzeln war. Ja, okay, wir geben einfach, reden wir nicht drüber. Min kriegt den Punkt, ich hab wieder mal verkackt. Sammy kann sich freuen. So, wunderbar. Also, ja, okay, sorry, Alter. Hey, ich bin wieder auf 0. Alles gut. Ich bin wieder auf 0. Cool. Welche Farbe hat das Mikrofon von Pummeluff? Wenn wir schon bei Pummeluff sind, was für eine Farbe hat das Mikrofon, Andy? Ist es? Weiß, schwarz, blau oder grün? Scheiße, ich dachte, ich habe eine ganz andere Farbe gedacht. Ich hatte ganz standardmäßig direkt schwarz im Kopf. Bleibst du dabei? Also ich log auch direkt schwarz ein, okay. Ist mir egal. Min, willst du abstauben? Nein. Weil ich hatte gelb im Kopf und deswegen sage ich nein. Also bleiben... In meinem Kopf war gerade pink oder schwarz. Okay. Das also will Min nicht abstauben? Min, könntest du wieder auf minus 1 gehen? Nein, danke. Okay, es ist grün. Grünes Mikrofon, echt? Ja, oh. Gut. Ah, krass. Okay. Seht ihr es? Ja, so gelb im Kopf, ich weiß nicht wieso. Aber du hast 3 Punkte, hey. Gelb und grün, fast dieselbe Farbe. Passt. Ja, ich hatte überlegt, ob ich dann auf grün gamble, aber ich wollte versuchen, vielleicht auf einen Punkt noch zu kommen, mindestens. Ja, aber du hättest ja ihn dann abgezogen, ne? Ja, ich weiß, aber ich hatte Angst, minus 1 zu kriegen. Das war mehr meine Angst. Okay, dann gehen wir jetzt auf minus irgendwas. Welches Pokémon tauscht Jesse in der Serie gegen Irbis? Bekannt? Das sollte ich, weil wenn ich die Monster sehe, dann könnte es sein, dass ich es weiß. Okay. Traumagel, Puffiness, Flunkiefer oder Banette? Okay, doch nicht. Okay, wir gehen mit. Was ist ein Team Rocketmon? Aus der Serie, ne? Ich weiß. Jetzt musst du überlegen, was Jesse für Monster überhaupt hatte. Gibbis. Weißt du was? Ich nehme mein Lieblings-Pokémon der 4 und nehme Parfinas einfach. Lockst du ein? Du fragst jetzt ein bisschen schnell. Möchte der gute Andy abstauben? Ich bin ehrlich, diesmal nicht. Ich bin mir viel zu unsicher, weil ich die Antwort... Okay, du sagst nein. Was könnte es deiner Meinung nach sein? Wenn ich überlege... Also ich glaube, ich habe in der Jesse mit einem Traumagil gesehen. Ich weiß aber nicht, ob sie es gegen Irbis ausgetauscht hat. Also mein Guess wäre eher Traumagil gewesen. Okay, ist falsch. Es ist Flunkiefer. Okay. Ich habe es gelesen, es wurde, weil Jesse wollte es irgendwie nicht haben, hat Irbis getauscht mit Flunkiefer, weil es ja das Mega entwickeln wollte. Aber dadurch, dass Irbis sich bei Tausch entwickelt, hat es gleich wieder zurückgetauscht. So ein kleines Fun-Fact-Ding nebenbei. Diesmal habe ich mir sogar die Frage und Antwort richtig durchgelesen. Jetzt erinnere ich mich an die Szene. Oh, ich Das sagen sie alle. Frage geht an Andy. Hey, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr in den Kopf kommen. Gut. Andy braucht noch mindestens 2 Punkte. So. Okay, wie viele Münzen kostet Porygon in der blauen Edition? Sind es 9.999 Münzen, 6.500 Münzen, 4.600 Münzen oder 2.800 Münzen? In der blauen Edition. Wie viel? Ich hätte die ersten Gens mehr spielen müssen. Du bist halt ein junger Bub. Das ist okay. Ich habe tatsächlich mit den ersten Gens angefangen und ich habe sie öfter gespielt, aber ich habe sie halt noch gespielt, als ich jünger war. Und ab irgendeinem Punkt habe ich dann nur noch irgendwie die dritte Gen gespielt, das ist die Gen, die ich am besten kenne. Boah, scheiße.
glaube ich, so Min ganz leise zu hören, ist, also nicht zu hören, ist ganz so, er weiß es und er wartet, bis du was Falsches sagst. Also dann, sagen wir es so, ich also bin zwischen zwei stuck, kann ich schon mal sagen, und wenn Andy das eine nimmt, nehme ich das andere. Okay. Ja, das ist schön. Nee. Also ich versuche halt immer zwei auszuschließen, gehe da immer für 50-50, weil ich, also ich versuche mal ein bisschen strategisch reinzugehen. Davor war die richtige Antwort oben rechts, das heißt oben rechts schließe ich jetzt aus. Einfach aus Prinzip. 4600, weg damit. Okay. 99999 ist obvious eigentlich, dass man sowas nimmt. Könnte auch tatsächlich von einem Pokémon-Game sein, wenn man allein schon die Fahrräder nimmt. Aber schließe ich jetzt auch mal aus, weil ich hoffe jetzt mal, erste Gen, dass die jetzt mal ein bisschen gnädiger waren. Ich gehe mit 6500. 6,5. Okay. 6500 war auch mein First Guess, aber einfach nur wegen dem Fun gehe ich jetzt mit 4,6. 4,6, okay. Also 6,5 gegen 4,6. Bleibt ihr dabei? Ja. Ja. Es ist 6,5. Super, ja, okay. Andy. Und minus wieder minus 1. Okay, ist wunderbar. Jo. Aber ich war einfach nur so, ich weiß, es war eines der mittleren Sachen. Aber ich hatte auch irgendwie, also ich hatte irgendwas mit 500 im Kopf gehabt auch. Ich wusste aber nicht, was die erste. Ich hatte erstmal 8500 im Kopf, als du die Frage gestellt hattest. Und deswegen war ich nur so, oh, 6,5 sieht richtig aus. Aber ich versuche einfach zu gambeln. Ja, gut. Witzigerweise in der anderen Edition kostet einfach 9999, ne? Also, dass sie da einen Unterschied gemacht haben, interessanterweise. Oh, okay. Krass. Gut. Min. Geh mal wieder auf 0 Punkte, oder? Oder Andy könnte sagen, minus 2 klingt besser als minus 1. Die gelbe Flöte kann welchen Status heilen? Gefrorene, besiegte, verwirrte oder paralysierte? Also, Pokémon. Ich habe noch nie gehört, dass eine Flöte einen Mon wieder zum Auferstehen bringt. Wenn doch, dann I guess. Also, ich kann jetzt sehr obvious gehen, da die Farbe gelb mit Paralyse assoziiert wird. Oder ich tue es nicht. Er ist halt in die Ecke gedacht, ne? Das ist halt entweder oder. Mein Gedanke ist jetzt, eine Flöte, die etwas heilt, macht für mich am meisten Sinn mit Verwirrung. Deswegen gehe ich mit Verwirrung. Okay. Möchte Andy, du hast 4 Punkte. Nee. Du kannst aber sagen, ich weiß alles. Ich wäre auch mit Verwirrung gegangen, weil ich sicher bin, dass ich die Antwort dafür kenne. Deswegen... Ja, weiß ich nicht. Ich wäre auch mit Verwirrung gegangen. Okay, dann ist es Verwirrung. Ey, wieder auf Null. Läuft doch bei dir. Schade. Ist Jana wieder auf Null. Ja, du hast aber 4 Punkte Vorsprung. Deswegen guck mal, was vielleicht da vielleicht ändern kann. Die Attacke Fangeisen ist von welchen Typen? Pflanze, Stahl, Boden, Feuer. Also ich habe direkt... zwei Sachen im Kopf. Also die Sachen, die ich im Kopf habe, waren direkt halt Fangeisen, halt Stahl, weil halt Eisen. Aber halt Fangeisen kann bei mir auch im Kopf direkt mit Feuer assoziiert werden, weil ist halt ein Dings da. Also ich denke mir irgendwie Feuer, Fangeisen. Hört sich so an, als wenn so ein brenner Hufeisen auf dich geworfen wird. Keine Ahnung. Boah. Was lockst du ein? Komm, Min googelt die ganze Zeit schon. Ich gehe mit Feuer. Okay, ich gehe mit Feuer. Ich glaube, Stahl ist zu obvious und ich versuche mal ein bisschen um die Ecke zu denken und ich gehe mit Feuer. Was sagst du? Ich versuche die Attacke die ganze Zeit auf Englisch zu übersetzen, aber mein Bauchgefühl sagt Boden. Ich habe keinen Plan. Willst du auch gamblen, oder? Ja, Boden, gamble. Das ist Pflanze. Okay. Fuck, ich war zwischen Boden und Pflanze. Wie heißt die Attacke? Dann rede doch mit mir. Ich hätte doch jetzt dafür gesorgt, dass Andy wieder einen Punkt verliert, Mensch. Wie heißt die Attacke auf Englisch? Ist die jetzt die gute Frage? Doch egal, das ist die Attacke von Flunschlick Galar. Das war Snaptrap. Gut, nächste Frage. Welches Pokémon kann die Attacke Frostbeule nicht? Min. Okay, wichtig. Wer kann Frostbeule nicht? Andy ist ruhig. Wir reden über Hydropi, Hisui, Voltoball, Quapsel oder Shiggy. Hilfe. Und welche Gedanken? Also, es sind 3 Wassermons. Und richtig. Ein Nicht-Water-Type. Ist richtig. Und es ist ein Ice-Move. Ja. Ich weiß es nicht. Kann Hisui Voltoball Iceball? Ich weiß es nicht.
Ich habe Arceus gespielt, aber und ich habe das Ding auch ein bisschen gelevelt, weil ich es benutzt habe, aber entweder lernt es das Ding, also eigentlich muss es in Arceus lernen, weil ich habe es halt nie eigentlich. Entweder ist es eine TM, die. Aber gibt es TMs in Arceus? Fuck. Also entweder hat es bei mir nie gelernt oder es ist so ein Move, der richtig late game kommt, was weird wäre, weil Iceball ist eigentlich nicht so stark. Ich sag einfach, hier ist Revolt Topal. Okay, lockst du ein? Was sagt Andy? Könnte es auf 5 Punkte gehen, ja, wenn, ja. Wenn du denkst, die Antwort ist falsch. Ja, ja, warte. Musst du noch googeln? Nee, ich google nicht. Die Sache ist, ich habe das Gefühl, es ist Shiggy. Mhm. Shiggy ist, weil er halt, ich habe nicht im Kopf irgendwie, dass ich den Move jemals auf Totok gesehen habe. Ja, nur weil du ihn nicht siehst, heißt ja nicht, dass er nicht kann. Ja, das weiß ich. Aber ich mag Turtok sehr gerne und ich habe Turtok öfter überlegt zu spielen. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass ich weiß, was der kann. Und ich bin mir sicher, dass er diesen Move nicht beherrscht. Mhm, okay. Willst du gamblen oder willst du nicht gamblen? Das ist die Frage. Ich gamble. Ich gehe mit Shiggy. Gehst mit Shiggy, ich ja? Gamble. Ich okay. gehe mit Shiggy. Yay! Yeah, 5 Punkte Andy und minus 1 ist der Min wieder. Minus 1. Witzigerweise ist minus 1 auch ein Wrestler. Zumindest ein Sohn von einem Wrestler, der gestorben ist und der heißt minus 1. By the way, und dann gehen wir gleich weiter. Also nur mal Fun Fact nebenbei. Was du für ein Random Knowledge hast, ja. War das die letzte Frage? Haben wir schon 10 fertig? Waren das 10? Damit hat Andy, glaube ich, 4 oder 5 Punkte. Er hat 5 Punkte. Er hätte genau das, was ich wollte. Warte mal. Let's go! Damit haben wir den ersten und letzten Platz dieser Sektion allgemein gesichert. 5, 6, 7. Ich habe einen. Ich habe zu wenig Fragen. Du hast keine 10 gehabt? Ich glaube, es sind keine 10. Jetzt kriege ich 3 Bonuspunkte wegen zu den zu wenig Fragen und bin doch nicht auf minus 1. Und Andy hat trotzdem gewonnen. Oder wir geben mir 2 und Andy 1, dann bin ich auf 1 und Andy auf 6. Wir gehen hier nochmal durch. Warte mal. Ich habe ja für die Fragen für die anderen Talks auch gemacht, dass ich da jetzt irgendwie doch durcheinander gekommen bin, aber ich dachte halt nicht. So, Frage 1. Ja. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir waren 10 Fragen. Yeah. Und damit muss ich Andy ertragen, aber nicht Sammy. Du bist jetzt Erster. Hey, du hast es geschafft. Das ist wunderbar. Ich bin immer so scheiße in Quizzes. Ich hatte so Glück mit Fragen. Jana, das ist die 5 Euro, gebe ich dir später, okay? Witzigerweise, ey, könnt ihr auch sagen, Sammy wird jetzt kommen. Hä, du hast doch Andy einen Punkt geschenkt. Er hat doch nur 4 richtig. Ist mir egal, Sammy. Jetzt steht Andy ganz oben und Vipo ist auch seit Woche 1 ganz oben gewesen. Deswegen freut mich das auf jeden Fall. Danke, Andy, dass du uns alle löst, Sammy nicht noch irgendeinen Titel zu geben. Let's go. Und damit sage ich, danke, dass ihr euch den Spaß oder euch die Zeit genommen habt. Auf jeden Fall war witzig. Jo. Ich kam heute ein bisschen weniger zum Reden, aber das ist okay. Wenn man sich 2 Gäste einlädt, ist normal, dass da ein bisschen Chaos entstanden ist. Aber ihr wisst es, was immer passiert. Ja. Am Ende der Folge, ich sage tschüss, bis dann. Ciao. Wollt ihr mir jetzt verarschen? Ihr wisst nicht, dass ihr die letzten Worte habt. Ich wollte gerade sagen. Ey, das war ein Test. Also, machen wir es jetzt so. Andy, willst du die allerletzten Worte haben oder willst du zuerst? Nee, lass mal Andy zum Schluss, weil er ist Champion. Okay, du bist Champion. Dann mache ich jetzt als Erstes. Es ist jedes Mal dasselbe Marsch, der mich einlädt. Meine Damen und Herren, bitte liken Sie jetzt dieses Video. Abonniert Marschi. Schaut euch die anderen TPL-Talks jeder Season nochmal an. Schaut euch auch jeden, der über 400 mittlerweile wie Among Us Parts? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele es waren. aber sehr viele Among Us Parts, die ihr zu schauen habt. Dieser Mann hat Content für euch und gratuliert ihm dafür, dass er Vater geworden ist, unten in den Kommentaren. Krasse Menschen. Ja, und noch viel, viel wichtiger ist, bewerft den Jungen, wenn ihr ihn seht, mit Geld. Gönnt mal schön. Gönnt. Gut, Leute, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.